So, jetzt Tag Nummer 5. Heute geht's in die Markthalle hier, in die städtische, beziehungsweise noch rüber nach Medulin. Was hast du alles geplant? Ich werde jetzt eh sehen. Also erst Markthalle, frisch Fisch, was weiß ich nicht, gucke, Gemüse, bla bla bla. Und dann rüber nach Medulin. Und ja, let's go. So, wir sind jetzt in Pula und zwar auf dem Markt. Aber ich glaube, der Markt hat schon ein bisschen zu. Also hier ist es der Markt, die schließen aber um 14 Uhr. Also kann sein, dass wir nicht mehr so viel sehen, aber egal. Also hier sieht man es, super Markt. Gell? Ja, go. Mama? Ja. Ah, you are here. Also es ist halt so ein Markt in Wien auch. Hier oben sind so Cafés, das ist so eine Halle. Also ich glaube, es ist der älteste Stadtmarkt vom Pula. Mama! Und was ist das, gell? Das ist doch eine Blume, Jenny. Guck mal, was die Frau da hat. Was? Die Schocke. Ja, hat die Blume, nicht die Schocke. Hat die Schocke. Auch nicht so, auch funktioniert. Ah, krach. Ja, ich glaube, ich kaufe Bohnen, Mama. Kannst du das helfen? Don't see, don't take the wet one. Nee, nee, hier. Das war okay. Mhm. Hm? Ja, hier ist der weiße Bohnen, große Giant. Wild Gurken, Bauern Gurken ist das. Das sind alle die Kräuter, Jen. Na, kau ich mir nicht noch. Ja, Kloß, der Fell. Ja, ja. Hm, Käse. Cheese. You didn't buy only. I don't like. You see here, the and only I got a big car with a kid. I will take home. For buy and take home. Which one? The mom? Mandarin. I'm sure they are cheap. Did you plug it? No, then you buy it. Make the Leute so. Yeah, you can fix this neben die Stellen. Neben die Stellen. Also, ich habe Krach gekauft. Was ist das? Für. Kroatische Bohnen. I would have buy when I. So, wir sind jetzt am Kap. Wo sind wir, Kap? Kamenjak. Kamenjak. Irgendwie wie so eine Safari-Tour. Hier durchzufahren. Das sind nur scheiß Straßen, die das gemacht sind. Number 17. So, hier ist der äußerste Rand von diesem Kapkamenia. Da kann man unten ans Strand schwimmen. Hier unten, wir sind jetzt ein Stück weiter gefahren, weil die Safari-Bar einfach zu voll ist. Dass es schon unangenehm wird. Jetzt müssen wir ein paar Meter weiter zur Richtung Debeljak. Debeli. Dickerchen. Springt doch jemand. Was ist da los? So, wir haben es dann auch geschafft. Wir sind in Medulin. Hier sieht man schon die Rive. Medulin ist, glaube ich, auch nur so 15 Kilometer von Pula entfernt. Also ganz nah. Also von Kap Kamenjak rüber nach Medulin. Direkt an der Rive. Oder Marina oder wie auch immer. Restaurani und Cocktaili. Da gibt es hier alles.
Aber auf alle Fälle, das sieht man glaube ich gar nicht so gut. Ganz hinten, da ist so eine Windmühle, Wassermühle, wie auch immer. Und das ist unser Goal. Da müssen wir hin, da wollen wir hin, für unnötige Fotos zu machen. Und, aber vorher denke ich, gehen wir endlich mal was trinken. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe noch gar nichts getrunken, also viel zu wenig getrunken. Gar nichts stimmt nicht. Viel zu wenig getrunken. Aber bis jetzt, wo wir reingefahren sind, Medulin war echt nice. Ne? War nicht viel Stress so. Aber wir waren das Auto noch waschen, weil es ist richtig dreckig geworden. Oben auf dem Schotter. Das war mal gerade eben noch schnell abspritzen. Ja, jetzt sind wir hier unterwegs. Ich habe jetzt einfach mal auf Google nachgeschaut, Vagabundo, was hier in der Nähe ist. Hat die 4,1 Sterne. Der Rest war irgendwo unter der Dreier-Sektion. Gucken wir mal. Bohan ist hier. Das hat der Vagabundo. Vorspeise. Und Pieskavice. Guck mal, Mama, das ist für dich hier so Schwein. Das war der Meeresfrüchte-Salat. So, jetzt wird aber hier aufgetischt. Das sind die Meeresfrüchte-Nudeln, Cotti di Mare, Spaghetti. Dann haben wir die Sardellen, Pizzabrot. Hier meine Pescavice, bisschen Pommes frites, bisschen magere Pommes frites. Ah ja, ein dober Teig. Nein. Warum? I already got asthma. You want me to take some of that? Hey, guck dir das an, lauter abgebrannte Schiffswracksmäßig. Hä? Was ist da los, Alter? Und wie das stinkt. Also richtig nach Öl, Benzin. Krass. Also das hier vorne, das sieht original aus wie Holiday Park in den 90er Jahren. Diese Blumenwelt. Immer wegen. Sind wir jetzt wegen dem durchhergelaufen? Wie unspektakulär ist denn das? Ja, eine Mühle halt, ein Wahrzeichen. Ne? Ich habe gedacht, von ganz da hinten sah das aus, als wäre die Mühle im Wasser. Aber die ist einfach hier so ganz unter. Ha? Ja. So, dann machen wir Andiamo zurück. Für Punkte. Also wir waren jetzt heute am Kap, wie heißt es, Kap? Kamagnac. Glaube ich, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, das ist so ein Naturschutzgebiet. Man zahlt 10 Euro Eintritt, wenn man mit dem Auto rein will. Man kann aber auch mit Fahrrad oder zu Fuß. Also dann weiß ich nicht, was es an Eintritt kostet, aber es kostet Eintritt. Und das sind verschiedene Stellen, wo man schwimmen kann. Da steht ein ganz bekannter Leuchtturm und da ist die Safari-Party, die ist sehr bekannt. Die hat so Bambus außenrum, also die ist wie so mit Bambus überdacht, kann man sagen. Aber ihr werdet es in den Aufnahmen sehen. Aber es war total voll, also überfüllt wirklich, war obwohl. Schon, war schon unangenehm voll. Ne? Obwohl noch keine Saison ist, deswegen sind wir wieder gegangen. Also 200 Meter. Ich glaube, für uns persönlich war es jetzt nichts. Für jemand, der mit dem Fahrrad da unterwegs ist oder. Jemand, der sportlicher ist oder mit dem Quad da durchfahren will, das gab es auch einige, ist es auf jeden Fall was. Die Natur an sich ist schön, die Strände sind schön, für Felsenklippenspringer ist es was, da war ein Klippenspringer. Also, naja, ich gebe dem Ganzen 7 von 10. Ja, also
nach 300 Metern mit dem weiter auf dem privaten Meer. Fahrzeug durchzufahren ist schon nicht ohne. Dann doch, ich denke mal, mit so einer G-Klasse oder mit so einem Raptor, was weiß ich, oder mit so einem Quad kommt man besser durch. Mit einem normalen Auto, vor allem wenn du jetzt so ein Avant fährst oder ein was weiß ich, ne, diese Kombis, dann ist es auf jeden Fall nicht gut fürs Auto. Ich gebe dem Ganzen 5 von 10. Die Strecken sind schlecht befahrbar, beziehungsweise auch die Destinations sind schlecht erreichbar, beziehungsweise auch schlecht ausgeschildert. Bitte nehmen Sie oder wir sind einfach wieder nur zu doof, das irgendwie richtig zu lesen. Kann ja auch sein mit der User, ne, der Anwender. 5 von 10. Nach 200 mehr gebe ich Metern doch nicht. Mama. Eisverkehr geradeaus. Ja, ich gebe auch 5 von 10, weil so viele Kinder, die machen so viel Krach. Ey, Mama, also das kann man jetzt so nicht. Kinder machen halt Krach. Ja, also ehrlich. Ja, aber ich meine. Nach 200 Metern Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Das kann man nichts essen, kann man nichts aushalten. Ja, das Restaurant war ja noch viel größer. Wir sind ja nur bis dahin gelaufen, wo die Kinderecke war. Deswegen waren da jetzt gerade viele Kinder. Aber da war ja noch viel größer. Nur der Dommer, der hatte schon Platzangst und wollte schon direkt gehen. Ich bin laufend an den Bäumen hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie groß die Menschen sind. Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Bisschen was über 1,80, 1,86. Ich habe mir wie auf den Kopf gestoßen. Und ich muss so gebückt da durchlaufen. Also ich bin ja jetzt kein großgewachsener Mann. Ne? Also dann waren wir in Medellin. Also da muss ich sagen, es hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also eine schöne Strandpromenade mit Geschäften, mit Restaurants, Cocktailbar, Eis, alles was man möchte. Billig. Günstig auch, ja, finde ich auch. Also die Preise sehr angenehm. Wir haben sehr, sehr, sehr gut gegessen. Sogar so gut, dass wir eventuell morgen nochmal kommen. Und es war wirklich vom Preis mega. Also ich hatte Sardinen mit, eigentlich war das Blitwitzer Kaya Mangold mit Kartoffeln für 7,50 Euro. Ich wollte es aber mit Pommes. Das hatten die falsch gemacht. Da haben sie mir nochmal die Pommes gebracht, ohne zu berechnen. Dann hatte ich einen Meeresfrüchtesalat. 10,50 Euro ist auch okay, finde ich, für so Meeresfrüchtesalat. Also richtig frische Meeresfrüchte. Also mega, wirklich von der Qualität. Dann hatten der Dommer noch ein Pizzabrot für 4,50, auch okay. Und Blaskowitzer, gell? Blaskowitzer, also so eine Art Frikadelle, auch sehr lecker, auch sehr gut. Und meine Mutter hatte Spaghetti Frutti de Mare, auch sehr frisch, sogar mit so einer Garnele mit drauf. Nicht Garnele, was ist das, Mama? Ja, das ist eine Art von Garnelen, mit so Scheren, aber wie ein Krebs. Auf jeden Fall 10,50 Euro, also mega Preise, aber so ausschlaggebender ist, dass es mega, mega, mega geschmeckt hat. Also wirklich. Und die Leute sehr, sehr freundlich. Also Medellin kann man wirklich nur empfehlen für zum Essen, zum Spazieren, Cocktail trinken, Eis essen, Shisha rauchen. Da waren auch einige Shisha-Bars. Dann kann man hier auch einen Boottrip buchen, um Delfine zu sehen oder Sonnenuntergang zu sehen, Tagesausflug, Abendausflug, was auch immer. Die Frauen waren auch sehr nett an dem Strand. Für 40 Euro hätte man 3 Stunden mit dem Boot rausgekommen, Delfine sehen, Sonnenuntergang gucken, essen und trinken, Fisch, Fleisch und Gemüse gegrillt. Also wirklich nicht schlecht. Sie hat gesagt, jeder kann auswählen, was sie möchte essen. Ja, jetzt fahren wir nach Verdula. Ich glaube, Verdula. So, Jenny hat gesagt, wir müssen den kleinen Harrison nochmal schwimmen lassen. Jetzt sind wir hier wieder in Verudela. Aber anstatt dass wir hier runter gehen, gehen wir heute mal kurz einen Schritt weiter, hier oben rechts. So, Jenny sagt, ich soll wieder ein bisschen Filme machen. Noch ein bisschen Filme machen. Gucken wir mal, wo uns dieser Pfad hier hinführt. Ja, also eigentlich kann der Harrison hier rein. Oder? Oh ne, das ist schlecht. Der ist nicht so prickelnd. Der ist zu hoch.
Also man könnte schon runterjumpen mäßig, rechts herum, ein bisschen Tricking. Aber mit dem Hund ist das nichts. Der Hund sind nicht eh mega süß gespielt, die zwei. Der andere hieß Leslie. 5 Monate jung. Voll die Power schon, ne? Also, ich meine, mit den Beinen kann der Harrison da nicht mithalten.